Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. In diesem Video schauen wir uns an, wie wir Versandeinstellungen bei Amazon einstellen können. Wir schauen uns an, wie wir die allgemeinen Versandeinstellungen einstellen, aber auch natürlich die speziellen Versandeinstellungen, und wir erstellen auch gemeinsam eine Vorlage, wo wir die Versanddienstleister festlegen, wo wir die Versandkosten sowie auch Versandzeiten einstellen können. Das Ganze in diesem Video. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. So, Freunde, dann lass uns mal die Versandeinstellungen von Amazon anschauen, wie wir das Ganze handhaben und einstellen können. Ich wurde öfters von Zuschauern darum gebeten, so ein Video zu machen, da es wohl auf YouTube kein korrektes Video und konkretes Video zu diesem Thema gibt. Falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren genau solche Themen wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay und alles drumherum um das Thema E-Commerce sowie auch die Selbstständigkeit, Motivation und vieles mehr, dann abonniere doch gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Ich befinde mich hier schon bei den Versandeinstellungen. Seht ihr hier, wie gelangt ihr dahin? Ganz einfach, hier oben auf Einstellungen und Versandeinstellungen. Und dann kommt hier direkt auch die Versandvorlage als erster Reiter. Und das schauen wir uns erstmal nicht an. Wir schauen uns erstmal die allgemeinen Einstellungen an. Und zwar klicken wir dann hier darauf. Bei den allgemeinen Einstellungen seht ihr zuerst mal die Adressnamen und euer Unternehmennamen, was ihr am Anfang eurer Anmeldung schon mal festgelegt habt. Das Ganze wird hier dementsprechend auch übernommen, von wo aus eure Ware verschickt wird. Das könnt ihr hier bearbeiten, falls ihr ein Lager extern habt, von euren Büros beispielsweise. So, des Weiteren haben wir hier die Möglichkeit der Einstellung für die Versandabwicklung, und zwar für ein Tag Versand, zwei Tag Versand. Da handelt es sich hauptsächlich darum um Premium bzw. Prime Versand. Ja, wir schauen uns das Ganze einmal an und gehen hier rein, und wir sehen, wir haben hier die Möglichkeit, Versandeinstellungen zu treffen. Ihr seht es hier, wir haben hier die Möglichkeit festzulegen, bis wann wir diesen Premium-Versand bzw. Prime-Versand versenden möchten. Da können wir eine Uhrzeit verändern. Aber auch haben wir hier die Möglichkeit, Wochenendarbeiten anzugeben. Das heißt, wenn bei euch zum Beispiel auch am Wochenende gearbeitet wird, an einem Samstag oder auch Sonntag, könnt ihr hier die Häkchen setzen und dementsprechend das Ganze für eure Kunden auch sichtbar machen, dass ihr auch an diesen Tagen verschickt. So wird eure Versandzeit bei dem Artikel beim Kauf angezeigt. So, falls ihr hier die Angaben festgelegt habt, könnt ihr natürlich auf Speichern drücken. Dann schauen wir uns weiter an, die Einstellungen, und zwar die Bearbeitungszeit. Hier ist es super wichtig, dass ihr eure Bearbeitungszeit festlegt, denn diese kann ein Tag oder zwei Tage sein. Bei einem normalen Versand natürlich, nicht bei dem Prime oder dem Premium Versand. Da ist es halt, wie gesagt, zeitabhängig auch. Bei dem normalen Standard Bearbeitungszeiten habt ihr hier die Möglichkeit, 1 oder 2 Tage, wie gesagt, einzustellen. Ich habe es bei mir auf einen Tag stellen und habe das dementsprechend auch so übernommen. Dementsprechend wird ein Tag immer als Bearbeitungszeit gewählt, und falls eure Bestellung jetzt heute zum Beispiel eingeht, müsst ihr diese erst am nächsten Tag versenden. Habt ihr 2 Tage, müsst ihr das übermorgen quasi verschicken. So, neu ist hier die Auftragsbearbeitungskapazität, und zwar habt ihr hier die Möglichkeit, einen Wert festzulegen, wie zum Beispiel, dass ihr am Tag nur, 500, das wäre schön, dass ihr 50 Bestellungen nur bearbeiten könnt. Das könnt ihr festlegen. Dementsprechend werden die ersten 50 Bestellungen, die eingegangen sind bei euch, dementsprechend als noch bearbeitet angezeigt. Die nächsten 50, wenn es über 50 sind, als Beispiel jetzt, dann wird das schon auf den Folgetag eingegliedert. Genau das stellt ihr hier dann dementsprechend auch ein und speichert das Ganze jeweils. So, und dann habt ihr auch noch die Möglichkeit, Feiertage einzustellen. Das heißt, Feiertage, die gehen hier bis ins Jahr 2023 sogar. Wenn ihr hier auf Bearbeiten drückt, dann habt ihr hier die Möglichkeit, auch gewisse Tage einfach als Arbeitstage auszuwählen, da wo ihr eigentlich selbst arbeiten würdet. Wenn ihr keinen Haken setzt, gelten alle Feiertage als Feiertage natürlich. So, und das Ganze könnt ihr auch dementsprechend speichern und habt hier die Einstellungen getroffen. So, kommen wir nun zu den Versandvorlagen. Bei den Versandvorlagen habt ihr hier die Möglichkeit, wie gesagt,
Versandvorlagen zu erstellen mit den jeweiligen Adresstypen, Transportzeiten, aber auch Versandkosten. Und hier möchte ich mit euch gemeinsam eine neue Versandvorlage erstellen und das machen wir einfach mal. So, da klicken wir hier oben auf neue Versand, neue Vorlage erstellen. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, eine Kopie der Standardvorlage von Amazon vorzunehmen. Das würde ich auch euch raten, denn hier werden schon generell alle Daten erfasst, wie zum Beispiel Postleitzahlen und so weiter. Hier habt ihr dann die Möglichkeit zu sagen, was ist euer Versandort. Ja, das ist die Adresse, die am Anfang schon festgelegt gewesen ist. Falls ihr eine andere Adresse habt, ja, dann müsst ihr diese natürlich auswählen. Ich wähle hier meine Adresse aus, von wo das Ganze auch verschickt wird und drücke auf Weiter. So, hier habt ihr die Möglichkeit auch was auszuwählen, aber dieses wird hier gerade nicht eingeblendet. Dementsprechend diese Versandarten sind standardmäßig eingestellt. So, und dann habt ihr die Versanddienstleister, die ihr wählen könnt, mit denen ihr zusammenarbeitet bzw. nutzt. Und in meinem Fall ist es zum Beispiel DHL, dann klicke ich auch auf DHL. Hier wählt er dann direkt auch DHL Paket National, aber auch Warenpost. Wenn ihr mit Warenpost nicht verschickt, dann solltet ihr den Haken rausnehmen, dann wird euch diese Priorität der Versandarten auch nicht mehr angezeigt. Denn falls ihr Warenpost anbietet, dann habt ihr hier die Möglichkeit, dass Amazon das Ganze hier ja, priorisiert und dementsprechend das speziell zuordnet. Dann könnt ihr hier eure Option festlegen. Weil ich das nicht anbiete und eventuell auch ihr nicht anbietet, werden wir das Ganze mal nicht auswählen. So, dann des Weiteren haben wir hier die Möglichkeit, dass wir für Regionen Einstellungen vornehmen, aber in der Regel ist hier Deutschland komplett verfügbar. Ihr seht es hier, wir haben hier die Möglichkeit, spezielle ja, Postleitzahlen auszuwählen, aber auch deutsche Inseln. Das Ganze ist vorausgewählt, also wenn ihr Deutschland beliefert, dann müsst ihr dementsprechend hier auch alles auswählen, was standardmäßig auch hier eingewählt ist. So, und dann gehen wir auf Weiter und haben hier die Möglichkeit, nochmal eine Inlandsversand-Einstellung zu treffen, die ja schon vorher gewählt wurde. Diese ist jetzt auch nicht mehr zu ändern und dann drücken wir auf Bestätigen und haben die Versandvorlage quasi schon erstellt. So, hier habt ihr die Möglichkeit, den Namen der Vorlage nochmal zu ändern, damit ihr die Vorlagen und die Versandarten auch dementsprechend unterscheiden könnt. So, dann haben wir hier basierend auf Gewicht pro Artikel oder eine Preisspanne. Des Weiteren haben wir hier die Möglichkeit automatisch von Versandeinstellungen. Das Ganze ist hier auf die Transportzeit bezogen. Hier nehmt ihr den Haken am besten raus, so könnt ihr die Transportzeit selbst festlegen. So, und da seht ihr es schon, da haben wir jetzt die Transportzeit, die wir selbst festlegen können für den Inlandsversand, aber auch natürlich für den Auslandsversand, zu dem wir gleich nochmal kommen. So, und hier haben wir schon die Möglichkeit, dass wir auch die Adressentypen bearbeiten. Dementsprechend habt ihr hier die Möglichkeit, Straßen sind standardmäßig ausgewählt. Dann habt ihr die Möglichkeit, Postfächer zu beliefern, Paketstationen oder Packstationen von DHL, aber auch Postfilialen. Und wie schon angesprochen, die Versandzeit legt ihr hier fest für die ja, generellen Regionen der Postleitzahlen in Deutschland. Da habe ich bei mir beispielsweise das Ganze auch mit 1 bis 2 Werktage ausgewählt, denn ein Paket läuft in der Regel auch 1 bis 2 Werktage. Solche Regionen, Festland würde ich auch mit 1 bis 2 Werktage und deutsche Inseln, ja, da ist es natürlich ein bisschen vielleicht länger, da würde ich 2 bis 3 oder sogar vielleicht 3 bis 5 Werktage auswählen, das ist euch überlassen. So, des Weiteren kommen wir zu den Versandkosten. Hier habt ihr die Möglichkeit, Versandkosten pro Bestellung einzugeben. Hier rate ich immer, das Ganze kostenlos anzubieten. Kalkuliert den Preis immer auf den normalen Artikelpreis, also den Preis der Versandkosten auf den Artikelpreis. So ist das für den Kunden viel lukrativer, das Ganze zu kaufen, statt nachher noch überrascht zu werden von irgendwelchen Versandkosten. Weil diese werden bei Amazon in der Regel sehr klein angezeigt und werden dann erst im Warenkorb ersichtlich. Und dann kann es sein, dass der Kunde sich gegen den Kauf entscheidet. So, wenn ihr das Ganze
quasi kostenlos anbietet, hat der Kunde hier auf jeden Fall ein gutes Gefühl bei dem Kauf. Und ihr habt dementsprechend auch nicht irgendwelche Rechnereien und habt so immer die Gesamtsumme inklusive der Versandkosten im Artikelpreis. So, und hier habt ihr noch die Möglichkeit, eins der Varianten bzw. aus den Regionen etwas zu löschen. So, kommen wir nun zu dem weiteren Punkt, und zwar die 2 Tage Premium-Versand oder 1 Tag Premium-Versand. Das sind die Versandarten, die ihr beispielsweise anbieten könnt, was ich euch aber nicht empfehle, weil hier müsst ihr euch dran halten an diese Versandzeit, und zwar 1 bis 2 Werktage. Hier ist es so, dass das dann auch wirklich erfüllt werden muss, sonst habt ihr ein Problem. Ja? Das sind teilweise auch Premium-Versand-Sachen und bei DHL zählt das als Express. Und den Aufwand mache ich mir zum Beispiel persönlich nicht. Ich biete diese beiden Varianten nicht an. In der Regel reicht es vollkommen aus, wenn ihr den Standardversand anbietet. Solltet ihr aber das Ganze hier anbieten, könnt ihr natürlich auch hier, so wie auch hier vorne, das Ganze so festlegen für die Region, dementsprechend auch für die Lieferzeiten und auch Versandkosten. So, dann kommen wir schon zu dem internationalen Versand und hier hat Amazon euch auch schon mal bereits Dinge festgelegt, und zwar habt ihr hier verschiedene Regionen wieder, und zwar Österreich zum Beispiel, Schweiz, da würde ich das Ganze löschen, weil Schweiz ist nicht in der EU, da müsst ihr dann spezielle steuerliche Aspekte beachten, da solltet ihr auf jeden Fall aufpassen. Zu diesem Thema habe ich bereits Videos gemacht und werde ich auch noch Videos machen, was das internationale Verkaufen angeht, genauso wie auch das Vereinigte Königreich ist auch nicht mehr in der EU, deswegen würde ich das an eurer Stelle dementsprechend auch hier einmal auswählen, und zwar nicht auswählen, sondern abwählen, ja, und dann könnt ihr das Ganze auch speichern. Der Rest ist soweit alles EU, deswegen sollte es da auch keine Probleme geben. Hier habt ihr, wie gesagt, auch die Möglichkeit, Transportzeiten festzulegen, diese variieren bis teilweise 21 Werktage und die Versandkosten. Und an dieser Stelle würde ich euch sogar empfehlen, Versandkosten anzugeben. Pauschal würde ich sagen, es kommt auf euren Vertrag von dem Versanddienstleister an. Ich gebe immer circa so 10 Euro pro Bestellung an Versandkosten an. So sieht der Kunde dementsprechend auch, dass da auch Versandkosten anfallen. Die Kunden aus dem Ausland sind in der Regel auch daran gewohnt, dass Versandkosten dazukommen, falls sie aus Deutschland oder aus international bestellen. Und hier habt ihr noch die Möglichkeit, dann plus pro weiterem Kilo noch zusätzliche Versandkosten anzugeben. Und das macht ihr dann dementsprechend für alle eure Regionen. Das habt ihr in der Regel auch in dem Versanddienstleistervertrag festgelegt, in welcher Region wie viel Versandkosten euch anfallen. Dementsprechend habt ihr hier die Möglichkeit, das Ganze auch einzustellen. Aber auch hier beim internationalen Versand habt ihr die Möglichkeit, Expressversand zu nutzen und internationalen 2 Tage Premium-Versand. Auch hier würde ich euch davon abraten, das Ganze hier anzubieten, beziehungsweise wenn ihr das möchtet, könnt ihr das natürlich, aber ich selber biete das zum Beispiel nicht an und ich habe sehr viele Auslandsbestellungen, dementsprechend muss das nicht unbedingt sein, es sei denn, ihr habt da spezielle Kunden beziehungsweise spezielle Ware, die so als Expressversand besser läuft als ohne. So, wenn ihr das Ganze dann eingestellt habt, dann könnt ihr das Ganze abspeichern. Ich gucke nochmal oben. Genau. Hier legen wir nochmal den Namen der Vorlage fest. Ich gebe das mal als Standardvorlage Amazon Muster ein. Und nun kann ich das Ganze auch abspeichern. Dann gehe ich ganz nach unten und drücke auf Speichern. So, nun habt ihr die Versandvorlage festgestellt. Ihr seht hier, ich habe die Standard-Amazon-Vorlage als Standardeinstellung. Diese gilt auch. Wenn ihr dann eine neue Versandeinstellung trefft, beziehungsweise eine neue Vorlage nutzen möchtet, dann solltet ihr hier oben bei Bearbeiten als Standardvorlage festlegen, drücken und dann habt ihr dementsprechend das Ganze hier festgelegt und dann wird das Ganze bei euren Angeboten angezeigt. So viel zu den Versandeinstellungen von Amazon. Falls ihr dazu Fragen habt, gerne die Kommentarfunktion nutzen. Ansonsten freue ich mich, wenn das Video für euch hilfreich war. Gebt dem Video dazu gerne einen Daumen hoch.
Falls ihr mehr von solchen Videos sehen möchtet, aber auch zum Thema Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen, abonniert gerne diesen Kanal, drückt auf die Glocke, so bleibt ihr immer auf dem aktuellen Stand. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid und wünsche euch viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.